Lilo, heute ein Nachtrag. Es ist schon spät und ich habe geschuftet. Wir haben jetzt mal einen Code, der funktioniert zu unserem Tic-Tac-Toe-Spielchen. In einer vergleichbaren Anzahl von Zeilen geschrieben wie unser nur angefangenes Demo vom letzten Mal. Und dieses kleine Demo habe ich noch ein bisschen verbessert. Es spielt jetzt auch, ne? Zwei Spieler spielen da nebeneinander und können das Spiel spielen. Entscheidend war dabei, das Spielfeld so zu ändern, dass es aus 9 einzelnen Feldchen bestand und nicht wie in der ersten Version aus 3 Strings mit jeweils Punkten. Dann habe ich das noch so optimiert, dass die Felder gekennzeichnet sind mit 1 bis 9. Dadurch brauchte ich keine Zeile und Spalte eingeben, konnte nur noch die Nummer eingeben. Das hat wieder den Spielfluss verbessert, weil man sich schnell mit Zeile Spalte vertun konnte. Also für diejenigen, die das mal testen möchten, hänge ich den Quellcode an. Es wird auch entschieden, wer hat gewonnen. Ne? Werte ich hier aus mit dem G hier. Und gibt es ein Remis, ne? Dann hat keiner gewonnen. Dann habe ich alles noch ein bisschen zusammengefasst, gestaucht, komprimiert, damit auch unsere Freunde, die schon länger programmieren, mal ein bisschen was zu gucken haben, ne, und sagen, ah ja, okay, das ist schon ein bisschen besser als vorher. Gut, man kann ja viele Konstruktionen machen. Ich könnte zum Beispiel beim Spielerwechsel sagen, wenn vorher wer gleich O war, dann ist beim nächsten Mal wer gleich X. Und wenn das nicht, ne, Else, dann doch wieder O, ne. Da hat man mehrere Zeilen geschrieben, ist der halbe Text schon voll. Und da habe ich mir so ein bisschen was zusammengebastelt, ne. Zusammengepasst. Gut, ne? Aus X und O habe ich einen String gemacht und habe dann den, der gerade den Zug machte, vorher eliminiert durch leer. Dann bleibt nämlich nur noch der übrig, der jetzt ziehen soll. Gut, kann man dann mit einer Zeile schreiben. Geht. Anstelle von Variablen schreiben X gleich das, O gleich das, Anzahl gleich das, kann man auch eine Zeile schreiben. Ist, naja, gut. Wer lieber kurzen, knackigen Code mag, kann das so machen. Wer aber lieber verständlichen Code hat, der macht das vielleicht nach dem ersten Demo. Ich starte mal, ne? Sieht jetzt so aus. Mein Spielfeld hat jetzt die Zahlen 1 bis 9, ne? Jetzt wird man gefragt, man ist jetzt der Spieler mit dem X, ne, der jetzt das X da reinwerfen soll, also sein Spielstein. Wohin denn, ne? Zum Beispiel in die 5 wahrscheinlich. So, jetzt kommt der Spieler, der hat sinnigerweise den Namen O. Und der soll jetzt seinen Spielstein, der aussieht wie ein O, werfen. Was passiert denn, wenn er denselben, ne? Ist nicht, wird dann nochmal gefragt. Also ausgeschlossen ist, dass der Spielzug doppelt läuft. Habe ich hier rüber gesteuert, ne? Es muss also so sein. Größer 57 heißt, das ist der ASCII-Code von den Zahlen 1 bis 9. Die 9 hat die 57. Und wenn das dann größer ist, dann ist das entweder ein X oder ein O in dem Fall. Und dann nochmal, ne? Gut, also muss ich eine Zahl nehmen, die nicht 5 ist, weil da schon das X ist. Also die 2 zum Beispiel. Gut. Jetzt wird der mit dem X wieder gefragt. Wo willst du denn hin, ne? 6. Hier spätestens käme dann vielleicht mal die Designabteilung, ne? Jetzt, wo es fertig ist, könnte man sich fragen, ja, das kann man optisch noch ein bisschen besser, ne? Grafisch vielleicht, damit man das, die Felder besser unterscheidet, oder man nimmt vielleicht irgendeinen anderen Schriftsatz oder irgendwie sowas in der Ordnung. Können wir machen. So. Und der O zieht jetzt auch mal so langsam in die 1. So. Und das X will in die 7. Und X hat gewonnen. Gut, wie gesagt, den Quellcode hänge ich euch an. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Es ist schon spät, Mensch. Und tschüss.